Willkommen zurück beim Let's Play von Fable 3 und wir sind immer noch mitten im Kampf hier um die Stadt Bowerstone und sind kurz davor, Logan zu besiegen. Mal sehen. Ein Grabungsort. So. Der sieht nicht aus, als wäre er tot. Der sieht aus, als würde er an der Seite stehen und dann die Wand pissen. Also der ist definitiv nicht tot. Das sieht aus, als müsste der gerade unbedingt pinkeln. Ja, Grabungsort ist schön. So. Ja. Walter greift an. Den haben wir auch gleich weg. Und ab in den... Ja. Haltet euch nicht zurück. So, weiter geht's. Ach so. Gut, jetzt haben wir uns von Osten nach Westen gekämpft. Hier sind auch die Vagabunden. Wir kämpfen praktisch genau zwischen den Vagabunden und den Widerstandskämpfern. Und wir müssten eigentlich die Soldaten folgen, aber... So, bin ich trotzdem abgetrennt, ja. Das heißt gleich wieder mal in die Kurve, weil morgen ist ja dann erst Freitag und dann geht's erstmal. Muss ich morgen nochmal einmal raus und dann ist auch gut. So, einmal hier durch. Da kommt Page. Page, wo seid ihr? Page. So. 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 Haben wir den? Meine Männer kümmern sich um die Ostsee. Ich konnte euch nicht allein lassen. Und nochmal. Die haben wir. Weg mit dir. Ab jetzt haben wir jetzt noch eine. Es gibt Belohnung, wenn wir hier noch durchkommen in 2 Minuten. Ah, fall weg. Haha. Das war der letzte. Gelangt zu Logan. Damit haben wir jetzt auch das letzte Tor erreicht, glaube ich. Von wegen, Elite-Soldaten. Nehmt das! Bleibt wachsam. Es wird mehr kommen. Wir müssen irgendwie durch dieses Tor. Na? Immer diese verdammten Tore. Wir brauchen Sprengstoff. Aber ich habe meinen unterwegs verbraucht. Wenn wir doch nur einen alten Mann kennen würden, der gern Dinge in die Luft hat. Habt ihr das gesehen, Mulder? Möge die Stadt unter unserem Donner erzittern. Moment. Wie seid ihr eigentlich auf die andere Seite gelangt? Vagabunden sind sehr eigen. Ist noch wer zum Töten übrig? Bald. Weitere Soldaten sind unterwegs. Kalens Schiffe haben ein paar erwischt, aber nicht alle. Wir halten sie zurück. Los doch, Bruder. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Viel Glück. Hoffe, die Krone passt. Beenden wir das ein für alle Mal. Solange ich noch stehen kann. Vagabunden sind sehr eigen. Oh Mann, ey. Also, ich finde die Charaktere, die sie eingebaut haben, gerade Sabine und Swift, das sind so die beiden, die man eigentlich am meisten mag. Natürlich Walter auch, aber das bei Walter liegt halt daran, dass man so eine Verbindung aufbaut, weil man ihn halt durch das komplette Spiel halt erkennt, ne? Aber Sabine ist einfach der Hammer.
Sabine ist eigentlich mein Lieblingscharakter. Also, nach Swift definitiv mein Lieblingscharakter. Was Witz angeht, auf jeden Fall Platz 1, ey. Dem reicht so schnell keiner das Wasser. Klopfen wir an? Nein. Überraschen wir ihn. So, das ist also das Ende. Der alte Narr und das verlorene Kind. Du bist jetzt der Mann, den ich in dir gesehen habe. Er ist mehr als das. Und er ist bereit, euren Platz einzunehmen. Vielleicht sollte nun jemand anderes über Elbion herrschen. Du warst kein Herrscher. Du warst ein Tyrann. Kann es nicht sein, dass ich gute Gründe dafür hatte? Eure Gründe interessieren uns nicht. Versteckt euch hinter eurer Ignoranz. Mein Bruder verdient die Wahrheit. Spart euch das für den Prozess, Logan. Bettelt da um euer Leben. Ach ja. Damit haben wir es geschafft. Wir sind König. Ja. Kleidungsstücke überhaupt. Und was die Hüte angeht, das geilste eigentlich. Da ist er. Der König von Albion. Ihr habt es geschafft. Habe ich es doch gewusst. Aber es wird jetzt nicht einfacher. Ihr müsst ein Land führen. Jasper ist im Unterschlupf beschäftigt, also braucht ihr einen neuen Gehilfen. Jemand, der für euch organisiert. Darf ich vorstellen? Hobson, der Name ist Hobson, Majestät. Hm? Es ist eine große Ehre, euch dienen zu dürfen. Ich verfüge über einen reichen Erfahrungsschatz. Zu materiellem Reichtum hat es leider noch nicht gereicht. Das war nur eine kleine Kostprobe für meinen Sinn für Humor, der uns zweifelsohne stets bei Laune halten wird. Sicher. Ich werde euch allein lassen. Damit ihr euch kennenlernt. Nein, bleib hier. Ich muss den Prozess vorbereiten. Nein, bleib hier. Der Prozess, natürlich der allererste Punkt der Tagesordnung. Zu meinen Stärken zählen eloquente Schleimereien, Öffentlichkeitsarbeit und Zeitmanagement. Und ich bin überzeugt, dass eine gute Organisation der Schlüssel zu einer erfolgreichen Herrschaft ist. Wenn ihr erlaubt, hier sind eure heutigen Termine. Oh, Termine. Terminplan des Königs. Ah, ich kann Hobson nicht leiden. Ich möchte ihn gar nicht als... Können wir nicht Jasper hier herholen und Hobson bleibt im Unterschlupf? Urteilt über Logan, den ehemaligen König Elbions. Legt die Steuerpolitik fest. Sprecht mit Reaver im Bauers den... Industriegebiet entscheidet über den Antrag zum Wiederaufbau des alten Viertels in Bowerstone. Ach du Scheiße. Ihr werdet bestimmt einen ausgezeichneten Vorsitz über den Prozess eures Bruders haben. Wie gesagt, eure erste Aufgabe als König. Man erwartet euch bereits im Thronsaal. Das wird bestimmt ein historisches Ereignis, Eure Majestät. Nun gut. Auf zum Thronsaal. Es gibt ja keinen kürzeren Weg für uns von hier hinten, nein. Ich möchte nur mal kurz auf eine Tür hinweisen, die wir gleich sehen, die wir dann gleich haben. Warte mal, ich glaube, die haben wir schon mal gezeigt, ganz am Anfang. Das ist übrigens eine Tür, die ist dort. Bitte Haltung annehmen, der König von Albion. Was ist mit ihm los? Der hockt ja hier richtig. Wir haben übrigens keine Wahl, als das jetzt zu machen, ne? Mehr Möglichkeiten gab es nicht.
glaube, wenn man eine Liste abgearbeitet hat, kann man die nächste anfangen. Logan, ehemals König von Albion, ihr werdet der Verbrechen gegen das Reich und das Volk angeklagt. Jetzt werden eure Ankläger ihre Sache vortragen. Im Königreich gibt es nicht eine Seele, die nicht für seinen Ruhm leiden musste. Und viele sind dafür gestorben. Tragt den Tod jetzt zu ihm selbst. Ich bin kein Freund von Hinrichtungen, aber Sabine hat recht. Sie haben Major Swift hingerichtet, wisst ihr noch? Und eine große Zirkusveranstaltung daraus gemacht. Aber sind wir nicht besser? Haben wir nicht deshalb darum gekämpft, hier zu sein? Logan hat in dieser Stadt Menschen verhungern lassen und Kinder zur Arbeit gezwungen. Aber wir ändern nichts, wenn wir ihn töten. Familiäre Bindungen sind heilig. Ich kann nicht über sein Schicksal entscheiden. Aber durch seinen Verrat sind viele in meinem Volk umgekommen. Er versprach, uns zu retten und überließ uns dann der Dunkelheit. Ich hatte Gründe, das Versprechen zu brechen. Auch für die Taten, die man mir jetzt zur Last legt. Als ich nach Albion zurückkam, suchte mich eine blinde Seherin auf. Teresa, Mutters Seherin. Sie zeigte mir die Zukunft des Reiches. Die Dunkelheit aus Aurora kommt immer näher, bringt uns Tod, Verderben, das Ende unserer Kultur. Die Opfer nahm ich in Kauf, um Albion zu schützen. Wenn einige litten, dann, um eine Armee zu erschaffen. Wenn einige starben, dann, um das Land zu retten. Ich habe mich jahrelang auf diesen Angriff vorbereitet. Mit mir an deiner Seite folgen all meine Soldaten deinem Befehl. Begegnen wir der Dunkelheit gemeinsam. Wenn das stimmt, wenn es wirklich so kommt, sind wir alle in Gefahr. Du entscheidest über Leben und Tod. Eigentlich, er hat uns einer Entscheidung gezwungen. Aber letztendlich, ja, wir können das Schicksal des Volkes... Oh, das ist eine schwere Entscheidung. Das ist keine einfache Entscheidung. Denkt in Ruhe darüber nach. Ja, er hat es eigentlich verdient. Ich meine, er hat Tod, Leid und so weiter rübergebracht. Aber er hat das im Sinne des Volkes, im Sinne des Landes getan. Nicht, um seine Herrschaft zu festigen. Er hat halt nur einen Weg genommen. Ich habe dich gut vorbereitet. Einen leichten Weg genommen. Du wirst die richtige Wahl treffen für Albion. Ach, er hat es im Sinne Albions gemacht und verdient eine Begnadigung. Das ist keine Zeit für Rache. Wir brauchen deine Hilfe, Logan. Der König hat sich entschieden. Logan wird am Leben bleiben. Tja. Das Volk ist sehr unzufrieden. Du wirst mir die Dinge, die ich getan habe, nie vergeben. Das hast du mir bereits gesagt. Ja, ich weiß. Aber jetzt geht es um die Verteidigung unseres Landes. Das Schloss gehört dir und auch der Thron. Ich will ihn nicht mehr. Den ersten Punkt abgearbeitet. Letztendlich war es auch die richtige Entscheidung. Also Logan hat halt, wie gesagt, einfach bloß für das Erreichen desselben Ziels hat er die falschen Mittel gesucht, beziehungsweise Theresa hat ihn reingelegt, hat ihn glauben lassen, er würde dadurch das... Ihr habt den ersten Teil eurer Bestimmung erfüllt. Als ihr das Schloss verlassen habt, wart ihr noch ein Kind. Dann wurdet ihr Held, Anführer und schließlich ein Monarch. Aber eure Reise ist nicht vorbei. Als König könnt ihr die Wahrheit wissen. Albion wird bald angegriffen. Die Bedrohung ist enorm. Ja, sie hat ihm nämlich glauben lassen, dass er etwas ändern könnte. In Wirklichkeit wusste sie von Anfang an, dass nur der... Dunkelheit kommt über unser Land. Argumente sind machtlos, sie ist unaufhaltbar. Nur Albions Herrscher steht zwischen der Welt, die wir bewohnen, und jener Dunkelheit. Deshalb musstet ihr an eures Bruders Platz treten. Der Lauf der Geschichte verlangt es. Wenn ihr es nicht schafft, endet die Welt, wie wir sie kennen. Ja, sie hat ihm nämlich glauben lassen, er könnte es aufhalten, ohne ihm zu sagen, dass nur der kleine Bruder das kann. Nicht gleich gesagt? Es ging also nie um Logan, oder? Ich habe euch gesagt, was ihr wissen müsst, und habe immer die Wahrheit gesagt. Mit Logan auf dem Thron wäre Albions Schicksal besiegelt. Denn nur mit einem Helden, der die Krone trägt, haben wir eine Chance zu überleben. Und was kann ich tun? Nichts.
Es ist unvermeidlich. In einem Jahr kommt die Dunkelheit über Albion. Das ist sicher. Ihr könnt euch nur vorbereiten und hoffen, dass ihr so viele wie möglich rettet. Ihr habt genau zwei Möglichkeiten, es zu schaffen. Ihr könnt eure Versprechen halten und als wohltätiger Herrscher in die Geschichte eingehen. Aber das wird euer Königreich nicht schützen und führt möglicherweise zu einer absoluten Katastrophe. Es ist nicht leicht, gleichzeitig populär und reich zu sein. Es sei denn, ihr wollt euren persönlichen Reichtum opfern. Ihr könnt eure Versprechen auch brechen und euer Volk verletzen, um es zu retten. Ihr werdet genug Geld für eure Armee zusammentreiben. Aber man wird euch hassen. Man wird euch für einen Tyrann wie euren Bruder halten. Ihr habt ein Jahr, um zu erreichen, was Logan verwehrt war. Albion als Herrscher gegen seine bisher größte Bedrohung zu rüsten und sie als Held zu besiegen. Oh fuck. Ja, es bleibt uns im Grunde ja nur eine Möglichkeit. So. 100, das reicht genau für eine Verbesserung. Da wir die Schwerter öfter nutzen, also das Schwert, nehmen wir natürlich das Schwert. Ja, nee. Also Logan, das war schon die richtige Entscheidung, weil, wie sie jetzt selber auch zugegeben hat, Logan hätte nie eine wirkliche Chance gehabt und trotzdem hat sie ihm glauben gelassen, dass er eine Chance hätte. Wie geil, eine flammende... Das Schwert ist der Hammer! Das Schwert ist der ultimative Hammer! Das Ding ist nicht nur, hat nicht nur einen geilen Griff, also das ist definitiv das geilste Heldenschwert, das ich hier hatte. Geiler Griff, geile Klingenform und dazu die brennende Aura. Das ist genau so, hatte ich mir das Schwert gewünscht. Genau so. Nur so finde ich das Schwert, also so hätte ich mir das Schwert auch vorgestellt, so wollte ich es haben und das ist wirklich hammergeil, dass das so geworden ist. Schade ist nur, dass die Waffe, die sich am meisten verändert, halt so lame ist, dass sie so wenig Schaden anrichtet im Vergleich zu anderen Waffen. Bisschen schade, aber okay, man muss halt mit allem ein bisschen, ja, man sollte halt auf alles gefasst sein, ne? Also man muss sich ja mit allem so ein bisschen abgeben. Ui. Eure Majestät. Ich weiß nicht, was ich zu diesen Neuigkeiten sagen soll. Diese Dunkelheit. Die Leute werden nicht verstehen, was das bedeutet. Das kann niemand, der es nicht erlebt hat. Wir müssen vorbereitet sein. Wenn wir den Angriff nicht vermeiden können, müssen wir bereit sein. Logans Truppen an unserer Seite sind ein guter Anfang. Aber wir brauchen ein Vermögen für die Armee. Benötigen. Hobson wird euch die Schatzkammer zeigen und euch sagen können, was zu tun ist. Das kann ich. Dann macht nur weiter. Ben und ich werden derweil Soldaten rekrutieren und ausbilden. Wenn ihr mir folgen wollt, was ist das? Majestät? Oh, wie habe ich diesen Moment herbeigesehnt? Oh. Das ist sie. Albions königliche Schatzkammer, der Reichtum eines ganzen Landes. Sie ist nicht so reich gefüllt, wie man es sich wünscht, aber stellt euch nur die schimmernden Goldberge vor, die hier emporsteigen könnten. Gewaltige Massen, die bis zur Decke reichen. Genau diese Mengen werdet ihr benötigen, wenn ihr diese Armee aufstellen wollt, von der alle reden. Und das bringt uns zum zweiten Punkt auf der Tagesordnung, die Festlegung der Steuern für das kommende Jahr. Wie ihr sicher wisst, hat euer Bruder das Volk ziemlich ausgequetscht. Lass mich raus. Ihr habt genau drei Möglichkeiten, Majestät. Nummer eins, niedrige Steuern. Das würde Armut und Hunger bestimmt lindern, aber die Staatskasse natürlich auch erheblich belasten. Zwei, Logans Politik fortführen. Würde euch beim Volk nicht beliebt machen, aber wäre gut für die Staatskasse. Drei, und lasst euch jetzt bitte nicht von meiner Begeisterung beeinflussen, noch
höhere Steuern. Gut, viele werden kurzfristig leiden, aber so können wir das Königreich schützen. Und stellt euch nur all das Gold vor, das hier durch unsere Finger rinnt. Wie entscheidet ihr, Majestät? Schwierig. Sollen wir das beibehalten oder soll ich jetzt die 400.000 im Wind schießen? Da müsst ihr aber relativ bald. Ja, gut, die Folge ist eh vorbei. Gut, ich schieße die 400.000 im Wind. Dann mache ich das schnell mit dem Hin und Hop und Tui und Holt. Muss ich dann direkt danach machen, allerdings, glaube ich. Wir werden den Steuersatz senken. Da muss ich mein Privatvermögen halt wirklich komplett opfern. Wirklich gut, Majestät. Wie überaus. Edel, ja, edel ist wohl das richtige Wort. Wie überaus edel von euch. Die Leute werden tanzen vor Freude und wir sind bankrott. Tja. Ihr müsst rücksichtsloser werden, wenn ihr das Königreich retten wollt, Majestät. Es gibt andere, weniger edle Wege, um die Staatskasse zu füllen. Ihr könnt auch euer eigenes Gold spenden, wenn ihr wollt. Aber solche Mildtätigkeit wäre wirklich zu viel des Guten. Wie auch immer ihr euch entscheidet, ihr solltet euch mit dem königlichen Kassenbuch vertraut machen. Mit diesem Buch kann ein Monarch Geld in die Staatskasse einzahlen oder auch abheben. Ein nützliches Finanzmittel. Ja. Die Zeit vergeht, ihr solltet euch jetzt wirklich um den nächsten Punkt kümmern. Überweisung an Staatskasse. Und da hauen wir erstmal alle rein. Wenn dann langsam mal, das Ding müsste jetzt, jetzt springt's gleich. Gut, wir werden mal nicht alles einzahlen, wir werden mal so knapp, ja, das werden wir mal behalten. Für, ihr wisst schon was, Hausrat und so. Gut. Jetzt müssten wir wieder ein bisschen was an der Staatskasse haben, annehmen. Reaver hat euch im Bowerstone-Industriegebiet einen interessanten Vorschlag zu machen. Ich weiß, ihr hattet Meinungsverschiedenheiten, aber es ist Zeit, an einem Strang zu ziehen. Niemand treibt besser Geld ein als Reaver. Ich habe dafür gesorgt, dass sich euer Erscheinen herumspricht. Rechnet mit einem Menschenauflauf. Na super. Also jetzt ins Industriegebiet und danach ist aber auch wirklich Schluss. Und Stuss und so weiter. Wir müssen dann auch, wie gesagt, die fährt dann auch sofort, also nicht sofort, aber morgen werde ich dann definitiv oder vor der nächsten Aufnahme werde ich definitiv mal kurz Geld überweisen an mein Zweitprofil und dann das hier rüber schleusen, dass ich genug Kohle habe für die ganzen Projekte. Weil habt ihr gesehen, schon allein das erste Projekt hat uns halb aufgefressen. Da kommen noch ein paar andere Projekte, die 500.000 und mehr verlangen. Na super. Das wird Paige gar nicht gefallen. Die wollte Reaver ja tot sehen. Vorsicht, Reaver. Oh, welch ein Tag! Seine Majestät, der König von Albion, ehrt uns mit seiner Anwesenheit. Schon beim letzten Mal wusste ich, dass ihr eure Geschwisterrivalität siegreich überstehen würdet. Und nun bin ich hier, um euch zu helfen, eure Kassen zu füllen, bis sie platzen werden. Zu Beginn eurer Regentschaft solltet ihr meine erfolgreichste Strategie ruhig wieder einsetzen. Es gibt keine größere Verschwendung als die Untätigkeit der Jugend. Aber mein Arbeitsplan garantiert, dass Kinder jeden Alters eine Beschäftigung haben, und gleichzeitig eure Fabriken rund um die Uhr arbeiten. Das ist ungeheuerlich. Hört nicht auf ihn. Ihr hattet versprochen, die Kinderarbeit abzuschaffen. Steht zu eurem Wort. Und was sollen wir eurer Meinung nach mit den Rotznasen tun? Nur durch mehr Bildung kann Bowerstone aus dem Sumpf aufsteigen. Es gibt für unsere Zukunft nichts Wichtigeres. Macht aus der Fabrik eine Schule. Gebt den Kindern hier die Chance, die sie nie hatten. Eine Schule? Ein origineller Gedanke. Oh, wenn man euch als armen Monarchen in Erinnerung behalten soll. Hört auf sie.
Die Reaver-Werke richten sich nach eurer Entscheidung. Eindeutig Schule. Wir haben gerade genug. Ich habe gerade genug überwiesen, um die Schule finanzieren zu können. Aus der Fabrik wird eine Schule. Danke. Jetzt ändert sich endlich etwas im Leben der Leute. Für dieses Albion lohnt sich das Kämpfen. Ich werde umgehend mit den nötigen Modifikationen beginnen. Erstaunlich, dass Reaver so treu ergeben ist, ne? Und nicht seinen eigenen Kopf durchsetzt, obwohl er... Willkommen im Lernzentrum der Reaver-Werke, der ersten Schule überhaupt im Bowerstone-Industriegebiet. Jetzt könnt ihr sicher sein, dass eure Kinder zu den gut gebildeten Automaten werden, als die ihr sie immer haben wolltet. Nur die Lehrerin sieht ein bisschen überfordert aus. Oh, das alte Furt, ja, das wird unsere erste Sache, die uns ins Minus reiten wird. Das heißt, wir können, oh, wir können davor flüchten. Cool, wir können davor flüchten. Das heißt, ich werde jetzt hier gleich speichern. Was? Hallo. Okay. Ja, wir haben es ja geschafft jetzt. Ja? Wir sind König. Ich speichere mal und dann werde ich mich umgehend darum kümmern. Es erfüllt mich mit unbändiger Freude, dass ich euch endlich als König zu sehen. Das Geld bekomme. Ich habe eurer Mutter treu gedient, als sie den Thron innehatte. Und ich werde auch euch weiterhin nach besten Kräften dienen. Auch als Herrscher bleibt ihr trotzdem Held. Deshalb werde ich im Unterschlupf bleiben. Dort ist schließlich mein Platz. Angesichts der neuen bösen Bedrohung werdet ihr den Unterschlupf gewiss ebenso zu schätzen wissen wie das Schloss. Auf jeden Fall. Ein Bett müsste rein, da könnte ich hier auch gleich übernachten. Gut. Ja. Wir sind König geworden, wir haben es so gut wie geschafft, müssen noch die dunkle Bedrohung aufhalten. Und dann haben wir auch Albion gerettet. So, und jetzt werde ich mich schnell dran machen, ein bisschen Kohle zu überweisen, dass wir genug Geld haben, um noch alle Entscheidungen zu machen. Wie gesagt, man schafft es auch mit dem eigenen, mit dem Finanzkapital, aber muss es halt vor der Schlacht, muss man das Geld schon zusammen haben, weil nach der Schlacht sieht man, die ganzen Entscheidungen kommen schon aufeinander rauf und nach der Schlacht sind dann, das siehst du, jetzt kann ich mal ganz kurz gucken, ob wirklich alle Besitztümer weg sind. Das würde mich mal nämlich interessieren. Ich möchte mal ganz kurz hier, Vagabundenlager. Ne, sind noch da. Okay. Also nur die im Bowerstone. Scheiße. Das heißt, man schafft es wirklich, dieses Geld zusammenzutreiben. Man muss halt nur an sich wirklich nur lang genug spielen. Das möchte ich aber nicht, weil das streckt eigentlich bloß die Zeit. Dann habe ich am Ende nur die beiden Nebenquests und das war's dann schon wieder. Also, ja, hat man auch nicht allzu viel von. Also, wir sehen uns natürlich dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.